Piratenbuchtpanik wird von uns heute gestürmt und die Piraten werden ausgeraubt. Obwohl es hier keine Piraten gibt. Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64 für die Switch. Tauch in die Schatzhöhle ist unsere erste Mission in diesem Part. Und auch wenn sie so spannend klingt, ist sie es nicht. Man muss einfach nur hier in diese Höhle rein und dann ein paar Schatztruhen öffnen und das war's. Es klingt spannender als es ist. Den Wurm will ich nicht einsammeln, das ist es, denn es ist unmöglich ihn einzusammeln. Sage ich mal jetzt so. Und ja, hier gibt es auch einen blauen Schalter für die Münzen, aber jetzt brauchen wir ihn nicht. Jetzt brauchen wir diese Truhe. Die Reihenfolge war, glaube ich, 1, 2, 3 und den Stern im Sprung. Mario, machst du einen Stampfattacke oder einen Hechsprung? Nein. Hat nicht geglaubt, den Sternensprung einzusammeln, aber was soll's. Dann mache ich es halt auch so. In der letzten Part waren wir sehr fleißig und haben 12 Sterne gesammelt und das war sehr gut. Puh, und jetzt kommen nicht so jetzt sofort die Münzen, sondern zuerst kommt ein anderer Stern, denn die roten Münzen und 100 gelbe sind in diesem Kurs schwer. Und wenn man es einmal versaut, dann kann man von neuem auffangen. Hallo, ich mache die Kanonen zum Abschluss bereit. Abschuss bereit. Nicht beleid. Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kanone. Ja, ich bin bereit für die Kanone. Ich schwimme kurz aber an das Ufer hier. Und war ein Sprung, Weitsprung auf den Stein, dann ein Rutschsprung. Und dann machen wir es jetzt voll mit Skill. Und zwar... Shit. Das war zu niedrig. Man muss da sich an diese Felsstacheln, nenne ich mal sie jetzt so, dran hangeln. Aber mit der hier ist es schwierig. Und ich will mich unbedingt an die Mitte dran heften, weil da dort es noch ein One-Up gibt. Und weil ich halt so cool bin, hole ich auch das One-Up. So. Und da habe ich auch direkt den Stern. Das ist schnell und super gelaufen. Fliege zur Sternsäule, nennt sich das. Und jetzt kommen die 100 gelbe und 8 rote. Das Ding ist, die 100 gelben und 8 roten sind in diesem Kurs nicht so einfach, wie man denkt. Zwar muss ich sagen, ist es hier schon einfach, aber wenn man eine Sache versaut, dann muss man es von neuem anfangen. Aber was soll's, denn in diesem Kurs gibt es nur 104 Münzen, nur. Dazu zählen auch die roten Münzen, der blaue Schalter und die Goombas und die roten Münzen natürlich auch. Und das ist der Clou dahinter. Aber ich hatte, muss ich sagen, nie Probleme hier. Und ich kenne auch niemanden, der hier Probleme hatte. Und ja, also, ich glaube, ich werde das easy hinkriegen. Hoffe ich.
Natürlich, wenn ich mich aber so immer in diese Dinger schmeißen werde oder stoßen, dann bin ich schnell KO. So. Ja. Die meisten roten Münzen befinden sich in diesen Muscheln. Und ja, ich glaube, fünf oder vier befinden sich hier unten. Und Moment mal. Ich denke mal kurz nach. Und ich glaube, auch vier befinden sich auf der Oberfläche. So. Jetzt kommt aber das Wichtigste. Wenn ich das versaue, dann rest in peace. Die Münzen. Aber die sind, glaube ich, nicht so schwer. Aber ich halte mal meine Schnauze. Die Goombas sind auch wichtig. Denn die Goombas zählen auch zu den 104. Sorry Leute, war was Wichtiges, musste kurz weg. Aber ihr werdet davon so oder so nichts bemerken, denn ich werde das perfekt schneiden. Wow, das war schon mal knapp. Und mir fehlt hier ein Goomba. Ah ne, da ist er, den will ich haben. Und den habe ich auch. Yay. Und jetzt geht es an die Oberfläche, denn ich glaube, hier gibt es nirgendwo mehr Münzen. Also hoch mit dir, Mario, hoch hinaus zu der Oberfläche. Diese Münzen hier an dieser Säule darf man auf keinen Fall vergessen. Sonst kann man richtig in Probleme kommen, wenn man sie vergisst. Ich habe mal auch gehört, dass diese Münzen hier verbuggt sein können und dass sie nicht angezeigt werden und man kann sie nicht einsammeln. Dann natürlich ist das schwer, schlimm. Aber ich weiß nicht, ich habe das nur gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Mir ist es nie passiert. Aber ich habe keine Ahnung. So, wie komme ich jetzt in die Oberfläche? Hier. So, an dieser kleinen Säule ist auch eine rote Münze und habe ich in dieser Muschel die rote Münze geholt. Na, mach dich auf, oder willst du nicht? Ich glaube, sie will nicht. Sie ist schüchtern und hat Angst. So. So. Muss das gemacht werden? Und die hier habe ich geholt. Yes. Wie viel habe ich jetzt? Fünf. Okay. Dann müssen es noch drei auf dem Schiff sein. Und das stimmt. So, die hier einsammeln. Ah Gott. Diese Stelle hasse ich ein bisschen, denn man kann da leicht runterfallen und wenn es einem passiert, besonders mit der Super Mario 64 Steuerung, die zu jetzigem Zeitpunkt im Jahr 2020 schon schlecht ist, aber zu den Zeitpunkten, als das frisch rauskam, war es natürlich etwas Neues und das Beste eigentlich. Und da haben wir auch den 100 gelbe Münzenstern. Juhu, und wir stecken ihn drin. So, Vorsicht, von dieser Kiste darf man sich nicht überfahren lassen. Sonst kriegt man Probleme. So, und so. Und da ist die Bestätigung. Wir haben 104 Münzen. Mehr geht es nicht. Aber ich muss sagen, es ist hier auch ganz nicht so schwer, wenn man alles kann.
ist es nicht so schwer, hier die 100 gelben Münzen zu holen. Und ich glaube, hier sind wir fertig. Also, gehen wir jetzt in eine neue Welt, die sehr, sehr geil ist. Die mag ich. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die sie mögen. Und ich zähle zu einem. Die zählt zu mir als eine der Besten. Kurs 4, Biberberg Bob. Rutsche auf der Eisbahn. Wird sich auch der Zug nicht verspäten? An einigen Stellen herrscht extreme Rutschgefahr. Sieh am besten zuerst im Schornstein nach den Rechten. Ich bin doch kein Weihnachtsmann. Wenn ich in einen Schornstein springe, dann verbrenne ich mir den Arsch. Oder etwa nicht? Was soll's? Natürlich nicht. So, hier will ich einen Speedrun-Trick nutzen. Und zwar muss man einfach so mit Full Speed hier runter düsen. Ihr habt nicht gesehen. Also, es geht in die beste Welt dieses Spiels ab. Biberberg Burg, Kurs 4, erster Stern. Halt den Schnauze. Verbrenn deinen Arsch nicht, Mario. Okay, das war schon blöd. Dieser Trick funktioniert einfach so. Man muss aber nur. Lala! Oh Gott! Dieser Trick funktioniert ganz einfach. Man muss es nur schaffen. Und das ist die Kunst. Und den will ich schaffen, aber ich glaube, viele kennen den. Man muss hier einen Hechtsprung machen, dann hier einen. Und dann mit Full Speed rückwärts. Mit Rückwärtsgang hier ankommen, dann hier einen hohen Weitsprung machen. Das geht, wenn man zu. Oh Gott! Wenn man zuerst einen Weitsprung macht und dann einen Sprung oder auch so, dann wird sich das vorne holen. Hier gibt es auch einen Secret Weg, den ich aber nicht geschafft habe zu zeigen. Wenn man ihn, dann kommt man da oben raus. Und egal. Und dafür, dass wir so schnell die Rutsche abgeschossen haben, nein, hier gibt es kein Zeitlimit. Man muss nur die Rutsche schaffen. Kriegen wir diesen Stern. Der 25. Es geht ziemlich schnell voran. Rutsche auf der Eisenbahn. Der Zug kam nicht verspätet. Yay. Finde das Pinguin-Baby. Das geht ganz einfach. Ich werde auch hier jetzt nichts zeigen. Nichts Besonderes. Man muss sich nur das Pinguin-Baby hier schnappen. Dann muss man hier runterrutschen. Dann hier aus sollte man das Baby auch schnappen. Und dann einfach so nichts drücken, nur den linken Stick nach vorne, so zu der Mutter. Das ist doch mein Mensch. Mario, du hast mein Baby gefunden. Wie kann ich dir dafür danken? Oh, ich weiß, ich fand neulich diesen Stern. Hier, nimm es als Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Und da stelle ich das Baby ab. Was man aber wissen muss, dass hier es noch ein Baby gibt. Und manche werden vielleicht denken, ah, man kann den Stern ja easy dann holen. Aber wenn man diesen Baby zu ihr bringt, dann wird sie nicht annehmen, weil es ist nicht ihrer. So, Baby, komm mal kurz hier. Lalala. Jeder hat das gemacht. Also, sagt mir jetzt ehrlich, jeder hat das gemacht. Jeder Super Mario 64 Spieler hat das gemacht. Ah, Gott. Ich bin schon irgendwie brutal. So,
Besiege den schnellen Pinguin. Auf diese Mission habe ich jetzt keine Lust, also holen wir eine andere, die auch ganz einfach so funktioniert. Normalerweise muss man sich da mit der Kanone hochschießen und dann so weiter und so fort. Aber man kann den Stern so easy holen. Und das auch ganz schnell. Also, ich habe schon ein bisschen Speedrun-Tricks gelernt. Ich wollte mich mal versuchen als Super Mario 64 Speedrunner, aber das braucht viel Übung. So, hier muss man sich so abstellen. Nein. Ich gehe noch am besten zurück. Man muss sich... Oh Gott. Nein. Ich will es nicht so später. Man muss sich... Ja, nein. Später. Noch ein bisschen zurück. Oh Gott. Dann kann ich euch den geheimen Weg zumindest zeigen. Man muss einfach nur hier in die Wand. Die Münzen zeigen es auch an. Und dann kriegt man hier zwei One-Ups oder halt einen. Und dann kommt man hier raus und kann diesen One-Up einsammeln, den ich auch gut gebrauchen jetzt werde, denn ich muss mich KO'en. Tschüss, Mario. Mama mia. So, aber jetzt kommt Mario. Wir müssen es schaffen. Wir sind doch schneller als er und besser. Hoffe ich zumindest, dass du es bist. Okay, das passt auch so. Oh Gott, ich habe seinen Text nicht gelesen. Nee, das muss jetzt nachgeholt werden. Ich will seinen Text lesen. Sorry Leute, aber ich habe so ein Gefühl, als werde ich das Spiel privat spielen. Deshalb skippe ich die Texte, weil ich auch zu viel labere. Aber was soll's, ich hoffe, ihr werdet es mir verzeihen. Wenn nicht, dann könnt ihr einen Daumen runterlassen und einen bösen Kommentar schreiben. Nein, Spaß, das solltet ihr nicht tun. Hey, hallo Mario, du siehst aus, als wolltest du mich gerade fragen, ob wir ein Wettrennen machen sollten? Und ich sage, na klar, es ist noch niemand gelungen, mich zu den Schlitterkönig aller Klassen zu besiegen. Aber du kannst es ja einmal versuchen, wie steht's? Natürlich, du Schlitterkönig, ich schlittere jetzt auch. Du kleiner Loser, obwohl du ganz schon groß und umfangreich bist. Obwohl, soll ich es schon... offen sagen, du bist fett. Deshalb kommst du nicht einfach so. Obwohl, am Ende holt er ein bisschen Speed raus und wie dumm muss man sein, um das zu machen. Das ist eine einfache Mission und ich versaue es. Bin ich vielleicht von der anderen Welt? Von der Parallelwelt? Oder bin ich in einem Paralleluniversum? Man muss so stehen, damit man schnell ins Rutschen kommt und dann ihn sofort schnell überholt. Das war eine perfekte Position. Die Abkürzungen, keine einzige Abkürzung darf man hier benutzen, sonst wird man disqualifiziert, auch die Sprungabkürzung nicht. Man muss die Rutsche legal runterrutschen. Sonst kriegt man den Stern nicht. So, und wir müssen sogar das dritte Mal die Rutsche runterrutschen für die 100 gelben Münzen. So, du hast mich geschlagen. Das kann doch nicht mehr sein. Und was war die Wette? Ich habe meinen Kopf angestoßen und habe... mein Gehirn verloren. Aber was soll's? Doch nicht wahr sein. Du bist der größte Schlittermeister, der
den ich kenne. Eine Goldmedaille kann ich dir zwar nicht überreichen, aber nimm diesen Baustein. Du hast ihn dir verdient. Ich brauche auch einen Baustein mehr als eine Goldmedaille. Yay. Besiege den schnellen Pinguin. So, und jetzt kommen die 8 roten Münzen und die 100 gelben. Obwohl, hier sind sie auch super, super easy, wenn man es nur kann. Denn man muss sofort in die Rutsche rein. Nicht das Pinguinrennen veranstalten, sondern sofort loslegen. Mit den Münzen alle schön aufsammeln. Hier gibt es viele Münzen, ich glaube über 70. Ich weiß nicht genau. Wow, oh no! Schade, Marmelade, das wollte ich nicht so. Aber was soll's. Da machen wir es halt noch einmal. Man muss es halt so perfekt machen, damit man es schafft. So, die eine Münze nehme ich auch mit. So. Nein, ich bin hier Münzen sammeln. Also, bist du pleite, dann viel Glück beim Münzen sammeln. Ja, ich bin pleite, denn Mario bekommt kein Gehalt, denn ich glaube, Mario ab jetzt arbeitet Mario nicht mehr als Klempner, sondern er ist arbeitslos. Und ja, deshalb muss er hier Geld sammeln. Wenn ihr Prinzessin Peach rettet, dann kriegt er nur einen Kuchen. Und mehr nicht. Und eigentlich trauere ich jetzt, dass ich diese Münzen verpasst habe. Kamera! Also versuche ich sie nachzuholen, obwohl das zu riskant ist. Mario hauen wir ab. So, hier gibt es schon 3 rote Münzen. Ich habe dein Baby schon gefunden und in den Abgrund geschmissen. Also, es ist so oder so wieder respawned. Also, das kann fliegen. Das ist meine perfekte Ausrede. Wie knapp war das denn? Aber ich war der Master Skiller hier. Deshalb ist es auch so gut gelaufen. So, jetzt müssen wir uns einfach so hier rutschen lassen. Dann bekommen wir diese Münze. Dann hätte ich gerne zurück nach oben gekonnt. Wird es so klappen, wie ich will? Nein. Nein, es wird nicht klappen. Oder doch? Ich kann ja es auf eine andere Art und Weise probieren. Nicht so. Ich muss ins Rutschen kommen. Ich will einen Trick ausprobieren. Dafür muss ich ins Rutschen kommen. So, und der hat geklappt. So, an diesen Stellen kann man easy laufen. Und da bin ich zurück oben. Hier gibt es diesen Gegner, den muss man mit einer Stampfattacke besiegen. Wenn man es nicht macht, wird man hochkatapultiert und die Münzen verschwinden. Aber was soll's. So. Oh shit. Zack, so. Dann so. Und ich kann es euch ja auch mit den Gegnern hier auch zeigen. So, man wird so hoch katapultiert und dann ist es schwer, die Münzen wieder einzusammeln. Obwohl auch diese Münzengegner nicht so wichtig sind. Vorsicht, hier, wenn ihr so springt. Denn hier kann eine unsichtbare Wand auftauchen.
und das ist schlecht. Und Vorsicht, weil es ist ja auch sehr rutschig. Wow, what the hell? Nein! So. Jetzt kriege ich das hier. Und es spawnen zwei Sterne gleichzeitig. Ich krieg den hier. Ja, und jetzt mit einem easy Weitsprung hier rüber und dann den einsammeln. Der 30. Wir haben schon 30 Sterne in 3 Parts. Das ist gut. So, speichern wir weiter. Du hast 30 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit den großen Sternen öffnen. Aber warte, noch einen Moment. Hast du die beiden Säulen in den Boden gestampft? Und hast du doch wohl nicht deine Mütze verloren, oder? Wenn ja, musst du den Riesengeil mit einer Stampfattacke besiegen. Ach ja, Bowser hält sich jetzt im Untergrund auf. Liebes Spiel. Ich spiele das Spiel zu 100%. Und ja. Bowser habe ich hier noch nicht besiegt. Im Obergeschoss. Oder im Erdgeschoss, glaube ich. Und ja, ich habe 30 Sterne, weil ich alle Kurse des Erdgeschosses abgeschlossen habe. Und ja, und jeder muss einen Like da lassen. Mich abonnieren, sonst wird er nie die 120 Sterne voll haben. Und ja, aber wenn es abonniert und liked, dann kriegt er einen Stern. Und wenn er die nächste Folge anschaltet, dann kriegt man 1000 Euro. Spaß, man kriegt auch einen Stern. Also, bis zur nächsten Folge und tschüss. Einen Stern hier zu vergessen, den wir schon holen können. Oh Gott. Das war eine Aktion. So, hallo Schneemannkopf. Oh Mann, ich fühle mich so kopflos. Kannst du jemanden... Kennst du jemanden, der einen Körper sucht und dann... Und dann, okay, dann los. So, man muss schneller vor ihm sein als er unten. Und ja. Aber man soll ihn auch im Visier behalten. Aber die Hauptsache ist, dass man es so... Genau das nicht. Jetzt ist er tot und das hängt dann... meinen Gewissen. Ach Gott, aber zum Glück hat er auch One-Ups. Also können wir ja zurückkommen. Lalalalalala. So, oh. Du. Talalalala. Oh Mann, ich fühle mich so kopflos und du bist ein Asi, weil du mich. Okay, das war die Rache. Ja, das war die Rache. Ich habe dich geschlagen, weil du mich betrogen hast. Es reicht aber auch einfach, so hier runter zu springen und dann hinter den Kopfmann stellen sich. Und dann wird er euch... Ich wünschte, dass dieser Stern nie existiert. Oh Gott, wie... Das, was ich gerade gemacht habe, war sehr, sehr dumm. Oh Gott. Aber soll's. So, du hast mich schon wieder umgebracht. Ich werde es dir nie verzeihen. Jetzt bringt mir einen neuen Körper. Keinen gebrauchten. Gebrauchter Körper. Wie... Brutal klingt das so.
Jetzt schnell in diesen Kopf hier anzeigen, damit er ihn einsammelt. Und ich meinen Stern kriege. Bah, welche komfortables Unterteil. Ich bin so glücklich, hier nimm den Stern. Ich hoffe, er bringt dir Glück. Ich hoffe auch. Und wenn ihr diesen Part liked, dann wird er es auch euch viel Glück bringen. Denn die nächste Folge erscheint dann schneller. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.